Hallo meine Lieben, in diesem Video teste ich mit euch gemeinsam Nail Insta Hacks und zwar unter anderem mit einer Zahnbürste, mit Stempel und so weiter und so fort. Es wird auf jeden Fall interessant für euch werden, ob das Ganze funktioniert. Ich teste das auch alles zum ersten Mal und mal schauen, ob alles glatt geht oder ob es nur Influencer-Geflunker ist. Wenn ihr also wissen wollt, wie das Video verläuft, bleibt auf jeden Fall dran und lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Viel Spaß! Bei dem ersten Nail-Hack geht es darum, mit so einem French- oder Smile-Line-Schaber sozusagen, was man eigentlich für Acryl benutzt, einfach eine Smile-Line mit Gel zu ziehen. Und ja, ob das Ganze funktioniert, das möchte ich jetzt einmal testen. Ich habe mich jetzt hier für diese Aussparung entschieden und trage jetzt an der Unterseite, so wie es gezeigt wurde, mein Farbgel auf. Und werde dann eben testen, ob das wirklich funktioniert. Ich wage das ein wenig zu bezweifeln, dass das wirklich so funktioniert, wie sie das gezeigt hat. Ich bin der Meinung, dass man dann da ganz schön viel nachhelfen muss. Aber vielleicht klappt es ja auch. Und ich setze jetzt einfach einmal hier oben an und ziehe nach unten. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil eben diese Aussparung, ich weiß jetzt nicht, vielleicht liegt es auch an diesen Schablonen selbst, aber ja, das hat leider nicht geklappt. Mir ist gerade spontan eine Idee gekommen, und zwar, wenn man hier sozusagen an dieser Kante Farbe aufträgt und das dann versucht so abzustempeln, ob man sich eine Smile-Line in Anführungsstrichen vorstempeln kann, und das möchte ich jetzt hier einmal ausprobieren. Ich nehme mir einen Feinpinsel und versuche hier erstmal so eine Farbgel-Linie zu ziehen. Das muss jetzt natürlich nicht in Schwarz sein. Das kann natürlich auch eine bunte Farbe sein oder eben ein Weiß. Aber erstmal schauen, ob es auch funktioniert und ob es eben nützlich ist, damit man, wenn man Schwierigkeiten mit einer Smile-Line hat, sich dann nicht so abmühen muss. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich setze hier einmal an und kippe die Schablone so ein bisschen nach vorne und bewege sie so ein bisschen nach links und rechts, damit sich die Farbe eben auch abstempelt. Und ich muss sagen, was meint ihr? Das funktioniert echt gut. Ich denke mal, ich habe soeben einen neuen Nail-Hack erfunden. Jetzt muss man die Linie hier nur noch etwas ausbessern und natürlich den Rest der Smile ausfüllen bzw. vom French ausfüllen. Und dann hat man eine wunderbare vorgegebene Smile-Line-Linie, die wirklich nicht viel Mühe gekostet hat. Bei einem weiteren spannenden Nail-Hack, den ich gefunden habe, trägt man einfach so Pigmente auf ein Stempelkissen auf. So als Farbverlauf oder ich denke, wie auch immer man das haben möchte. Ich werde die Farben jetzt hier einfach mal so willkürlich miteinander mischen. Und ich hatte die Idee, dass ich hier noch solche Glimmer-Schimmer-Pigmente mit einarbeite, weil ich das persönlich ganz gut finde. Und dann gibt man, wie sie das hier im Video zeigt, solche Acrylmalfarbe einfach darüber, wartet, bis das trocken ist. Und dann bricht man das Ganze so ein bisschen auf, um so eine Struktur zu erhalten, und stempelt das dann eben auf einen vorzugsweise schwarzen Untergrund, also je nachdem, mit welchen Pigmenten ihr eben gearbeitet habt. Und ob das funktioniert, das testen wir jetzt einmal gemeinsam aus. Gelspatel voll mit Acrylmalfarbe ist am Start und ich streiche jetzt hier einmal über meine Pigmente drüber. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Mal gucken, ich hoffe, das trocknet trotzdem gut durch, aber ich denke mal, ja, und so werde ich das jetzt einmal komplett durchtrocknen lassen. Damit wir das Design gleich übertragen können, also im Bestfall, trage ich jetzt hier auf das schwarze French einmal den Sticky Ultra Bond Primer auf, damit sich das auch trotzdem es durchgetrocknet ist, gut übertragen lässt. Die Acrylmalfarbe ist jetzt einmal durchgetrocknet und jetzt brechen wir das Ganze so ein bisschen auf, also so in etwa, und werden das dann eben so geknifft einmal übertragen. Und ich bin so, so gespannt. Ich hoffe, dass es funktioniert und gut aussieht. Und ich tupfe jetzt hier einmal an die Ecke. Ja, also es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und das sieht auch wirklich wahnsinnig toll aus. Also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Nail-Hack mal ausprobieren würdet
oder ob ihr ihn vielleicht sogar schon ausprobiert habt und ob ihr genauso Feuer und Flamme davon seid, wie ich es bin. Also mir gefällt es richtig gut und das ist auch wirklich eine einfache Sache, um ja wirklich tolle Nägel hinzubekommen, die wirklich nach mehr aussehen. Und es sieht wirklich so aus, als hätte man stundenlang dafür gebraucht. Dabei geht es wirklich mega easy und durch den Sticky Ultra Bond Primer habt ihr auch wirklich alle Zeit der Welt nochmal nachzustempeln. Also dieser Nail Hack ist definitiv gelungen. Das Stempelkissen reinige ich übrigens einfach mit so einer Mini-Fusselbürste. Ihr könnt damit auch einer großen Fusselbürste drüber gehen und wenn ihr noch Pigmentreste habt, einfach mit einem Cleaner-Tüchlein drüber gehen. Dann habe ich noch etwas sehr Interessantes gefunden und zwar mit einer Zahnbürste so einen Verlauf arbeiten. Ich habe mir jetzt hier einmal das Kautschuk-Farbgel White, dann das Vampire und das Dark Violet Aquarellgel hier auf so einen Deckel aufgetupft. Und jetzt gehe ich mit meiner Aquarellbase bzw. mit dem Artgloss Aqua, den man super für eine Base, wenn man Aquarell arbeiten möchte, nutzen kann. Den streiche ich jetzt einmal dünn auf und dann nehme ich mir die Zahnbürste und gehe hier durch die Farben einmal so durch. Das ist natürlich eine alte Zahnbürste von mir. Wenn ihr das natürlich an einer Kundin mal ausprobiert, nehmt bitte eine frische Zahnbürste und nicht eure benutzte Zahnbürste. Das ist jetzt nur, weil ich hier eben an einem Mustertipp arbeite und ich versuche jetzt mit der Zahnbürste so viel Farbe wie möglich aufzunehmen und ich hoffe, dass das funktioniert, dass eben das bisschen Farbe an der Zahnbürste ausreicht und dann gehe ich jetzt hier einmal so rüber in so verschiedenen Bewegungen und Richtungen. Also es funktioniert und ich finde, es hat doch schon einen schönen Effekt. Auch hier denke ich mal, kann man das Ganze noch ein bisschen weiter ausarbeiten, indem man die Farben vielleicht nicht ganz so sehr vermischt, aber an und für sich hat es wirklich einen sehr schönen Effekt, den man durchaus für solche ja, Aquarellgeschichten nutzen kann. Meine Lieben, ich hoffe, euch haben die Nail Hacks gefallen und vielleicht auch sogar den neu erfundenen Nail Hack. Probiert das gerne mal aus und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob das bei euch genauso gut funktioniert hat. Und wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein kostenloses Abo von euch und ein Däumchen nach oben. Und wer möchte, kann mir auch gerne auf TikTok und Instagram folgen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, meine Lieben. Ciao!